ich sage eigentlich immer, der Bell ist jetzt meine Beine. Und das ist so etwas, wo ich einfach dankbar bin. Ich hoffe auch, dass er mir noch ganz lange erhalten bleibt. Ganz früher bin ich ja zu Fuß gelaufen und man kann weite Strecken machen mit dem Pferd. Das habe ich ja zwischendurch eingebüßt und erlebt, was es bedeutet, überhaupt nicht laufen zu können, auf einen Rollstuhl angewiesen zu sein, sich nur noch auf Asphalt bewegen zu können, wie auf Autobahnen. Und jetzt Bewegungsgefühl, das ist jetzt wirklich alles mit dem Pferd wieder da. Silke Dehe aus Hunzel hat in ihrem Pferd Bell einen ganz besonderen Wegbegleiter gefunden. 2014 ist sie in einen schweren Autounfall verwickelt. Ob die Biologin, die bis dahin viel und gerne in der Natur unterwegs war und ein aktives Leben führte, jemals wieder laufen kann, war zunächst nicht klar. Heute ist sie mit starken Schmerzmitteln wieder auf den Füßen. Für die weiten und unwegsamen Strecken hat sie mit Bell vierbeinige Unterstützung. Zu Bell bin ich ganz, ja, wie die Mutter zum Kinde sagt man, gekommen. Eigentlich war ich auf der Suche nach einem Pferd und habe überlegt, es sollte eines sein, was in der Lage ist, seine Füße zu heben. Am besten draußen groß geworden. Dann bin ich durch Zufall auf eine Anzeige gekommen, dass ein Pferd aus Russland, so hieß es, importiert wurde und einen neuen Besitzer sucht. Hat eigentlich ganz gut gepasst zu dem, was ich schon kannte. Und beim Probereiten merkte ich, oh, das ist ein Fünfgänger. Eigentlich etwas zu teuer, habe ich mich doch darauf eingelassen, obwohl er Füße hatte, die eigentlich davon abgeraten hätten, ihn zu kaufen. Der Importeurin machte ich dann aus, dass ich ihn übernehme, wenn er einen Distanzritt in der Reittauglichkeit abschließt. Und das hat er tatsächlich dann auch geschafft und so kamen wir dann zusammen. Ich hätte ihn wahrscheinlich auch nicht mehr hergeben können nach der kurzen Zeit, die ich ihn kennengelernt hatte, auch wenn er den Distanzritt nicht bestanden hätte. Aber es zeigte sich dann, dass es ein ganz außergewöhnliches Pferd auch von der Rasse und der Herkunft ist. Ein aserbaidschanischer Kuba. Dann habe ich Erfahrungen machen dürfen mit einem sogenannten Hirtenpony, das im Ursprungsland zu der Arbeit Schafhüten genutzt wird und halbwild im Kaukasus groß wird. Wir haben viele Wanderritte gemacht. Ich habe ihn in der Ausbildung mit eingesetzt für Wanderreiter, Wanderrittführer, Rittführer. Wir haben an kleinen Wettkämpfen teilgenommen, zum Beispiel dieser Natursport-Dreikampf, Reiten, Radeln, Rennen. Es gab noch eine andere Aktivität, die ich durch andere Pferde kennengelernt hatte. Und zwar war das der Sanitätsdienst zu Pferd, die Betreuung von Fuchsjagden oder Wanderungen, die Volkswanderungen durch den Wald. Dort kann ja auch mal einer verunglücken und dann ist es schön, wenn einer vor Ort ist, der dann erste Hilfe leistet. Und wir hatten dann mit einer kleinen Gruppe in Wiesbaden die Johanniter Reiterstaffel gegründet und mit Bell konnte ich solche Dienste auch machen. Also in der Fuchsjagd, da kommt es ja nicht unbedingt auf Geschwindigkeit an, denn schnell ist er nicht. Aber es kommt darauf an, auch wenn andere unruhig sind und daher galoppieren, die Ruhe zu bewahren, anhalten zu können, sich um Verletzte kümmern zu können, kein tobendes Pferd dann eben zu haben, was dann über den Verletzten trampelt. Auch ein sehr spannendes Erlebnis war, dass ich eine blinde Reiterin kennenlernen durfte, die einen Isländer hatte, den sie auch schon kannte, bevor sie blind war. Und die hatte das Problem, dass keiner mit ihr ausreiten wollte. Und dann dachte ich, naja, also probieren wir das doch mal aus. Ich habe ja ein nettes Pferd. Und dann besuchte sie mich und wir sind hier durchs Gelände geritten. So ein kleines bisschen Bedenken hatte ich auch, weil wir gleich in den Straßenverkehr mussten. Aber die Reiterin hatte ihr Pferd wunderbar unter Kontrolle. Ihr Hilfsmittel, auf der einen Seite die Gerte, sagte sie, auf der anderen Seite meine Geräusche, das, was ich tue. Und es war ein Ausritt so entspannt wie mit manch Reitern, die gesund sind, nicht. Ja, der Autounfall. Man fährt in den Nachbarort, um einen Bekannten abzuholen. Und auf einem Weg, den man tausendmal gefahren ist, an nichts Böses denkt, kommt mir auf einmal ein Autofahrer entgegen, wechselt die Spur, fährt auf meine Spur und ich habe noch überlegt, hups jetzt, und dann kracht es schon. Es war ein böser Frontalzusammenstoß mit, ja, also ordentlich Krach, alles kaputt. Und bei dem Unfall waren die Beine eingeklemmt, Knie kaputt, Hüfte kaputt. Ein halbes Jahr habe ich im Rollstuhl gesessen. Meine Sorge war nach dem Unfall direkt so die erste Frage an die Ärzte, werde ich wieder laufen können? Und es hieß, ja, aber es wird lange dauern und es wird wehtun. Und es waren wirklich die ersten Schritte zu laufen, war wie auf Glasscherben. Das ist auch bis heute nicht so, dass es Laufen Spaß macht. Ich habe wirklich im Kopf gedacht, boah, gehst du noch mal die Treppe hoch oder runter? Gehst du bis an die Weide, die Hunderunde?
ist zu lang. Also es ist wirklich so, ich habe überlegt, wie weit gehst du weg von zu Hause, weil du das ja auch wieder zurücklaufen musst. Seit der Zeit nehme ich auch sehr starke Schmerzmittel, damit ist es relativ gut. Aber das so, wie ich das früher gemacht habe, ich bin früher quer durch den Wald gerannt, bin geklettert auf die Bäume, die Felsen hoch. Als Biologe habe ich mir die Pflanzen angeguckt. Ja, also es sind wirklich so, ich habe nie darauf geachtet, wo ich wie hinlaufe und dass man irgendwie zurückkommen muss. Und das war alles nicht mehr möglich und ist auch heute, bis heute nicht wieder möglich. Aber sobald ich dann wieder einigermaßen mich bewegen konnte und durfte und vor allen Dingen auch die Füße wieder etwas belasten, habe ich meinen Mann gebeten, mir meinen Pony zu satteln und mir aufs Pferd zu helfen. Und es war zwar nicht so ganz in seinem Sinne, aber es war wunderbar, denn er ist ja wirklich total brav und war dann eine ganze Zeit lang meine Füße. Ich mache ja auch Stellungnahmen für den Naturschutz, wenn irgendwo Windräder gebaut werden sollen, und schaue mir da die Gegend an. Da habe ich dann schon ab und zu den Bell dabei und Kartenmaterial und Fotos und mache das dann, also was zu Fuß einfach zu aufwendig wäre, wo das mit dem Pferd gut geht. Ich würde da nicht jedes Pferd nehmen, sage ich ganz ehrlich. Es gibt Pferde, die ich auch selber habe, die ich auch gut kenne, wo ich sage, das geht nicht. Das ist schon das Aufsteigen, wo man sagen muss, es muss wirklich stehen bleiben, das Pferd. Ich muss mich da oben sortieren können. Das Absteigen ist sogar noch schwieriger. Und es darf auch unterwegs natürlich nichts Größeres passieren. Also nochmal runterfallen auf die kaputten Knochen. Denke, dann wäre es wahrscheinlich so ganz aus. Insofern bin ich dankbar, dass ich das Pony habe und der wie eine Bergziege überall hinklettert. Zum einen ist er Fünfgänger, das heißt, er ist bequemer. Der Reiter wird nicht so durch die Gegend geschleudert. Der kann unheimlich gut sich an verschiedene Bodenunebenheiten anpassen, in jedem Geläuf. Er stolpert ganz, ganz selten oder rutscht, sodass er wirklich für den Reiter mitdenkt, hat man den Eindruck. Und auch wenn er über ein Hindernis geht, dann schrobelt er sich irgendwie so zusammen, dass man nur merkt, aha, er wird hinten etwas niedriger und geht über die Baumstämme drüber oder springt drüber, ohne dass man da groß eine Bewegung merkt. Das ist faszinierend, das habe ich so bei anderen Pferden noch nicht erlebt. Das ist schon toll. Ja. Ganz bitter war für mich, ich hatte kurz vor dem Unfall mir ein Nachwuchspferd gekauft für den Bell. Und aus Ungarn, es war auch klar, dass das Pferd kein so einfaches sein wird, einen vierjährigen Hengst. Und da habe ich dann auch festgestellt, den habe ich einreiten lassen, das war auch soweit okay. Aber das war kein Bell. Ich bin von dem zweimal runtergefallen, obwohl er jetzt nicht so chaotisch war. Ist alles gut ausgegangen, aber das hat mich dann dazu bewogen zu sagen, mach das nicht mehr. Ich habe das Pferd an eine ganz tolle Reiterin abgegeben und bin jetzt doch auch wieder beim Bell hängen geblieben.